In diesem Video möchte ich zwei Aufgaben vorstellen, die zumindest von der Idee her häufig in dem Physikunterricht bei dem Thema gleichförmige Bewegungen vorkommen. Wir fangen einfach mit der ersten Aufgabe an. Alice und Bob sind Nachbarn und besuchen dieselbe Schule. Alice fährt nach der Schule mit ihrem Fahrrad gemütlich nach Hause. Für den 15 Kilometer langen Weg benötigt sie ziemlich genau eine Stunde. Bob startet 20 Minuten später seinen Heimweg. Da er mit einem E-Bike fährt, bewegt er sich mit einer konstanten Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Und jetzt die Aufgabestellung. Berechnen Sie die Treffzeit und den Treffpunkt der beiden. Die Zahlen, die hier gewählt wurden, sind jetzt weniger darauf ausgelegt, dass sie eine realistische Situation abbilden sollen, sondern eher dafür, dass man die Rechnungen, die gleich kommen werden, auch im Kopf gut nachvollziehen kann. Gut, kommen wir zu der Lösung dieser Aufgabe. Ich kann schon jetzt verraten, die zweite Aufgabe wird dieser sehr, sehr ähneln. Und dann wird auch klar sein, weshalb diese Aufgabe von der gleichen Richtung spricht. Okay, nun zu der Lösung. Zu berechnen sind Treffkoordinaten zweier Körper, die sich hier idealisiert gleichförmig geradlinig bewegen. Mit dem Wort idealisiert ist hier gemeint, dass wir hier diese Aufgabe im Prinzip vereinfachen. Wir tun so, als ob es sich hier um gleichförmig geradlinige Bewegung handeln würde, weil uns keine andere Informationen zur Verfügung stehen, sodass wir das hier einfach annehmen. Dann, da sie, gemeint sind jetzt hier die zwei Körper, zu unterschiedlichen Zeiten starten, ist es einfacher, sich an dem späteren Körper zeitlich zu orientieren. Das ist hier so gemeint, dass wir den Zeitpunkt t gleich 0 Sekunden da platzieren, wo Bob losfährt. Weshalb machen wir das so? Weil es dann wenn wir diesen zeitlichen Unterschied in einen räumlichen Unterschied umrechnen können. In diesen 20 Minuten hat Alice nämlich einen Vorsprung von 5 Kilometern und so können wir diese 20 Minuten in eine Strecke oder in eine Position, die 5 Kilometer vom Startpunkt von Bob entfernt ist, umrechnen. Das ist dann wesentlich einfacher bei der Rechnung. So, kommen wir apropos Rechnung zu den Bewegungsgleichungen, beiden zu den Zeitweggesetzen. Bei Alice haben wir hier s von t ist gleich die Geschwindigkeit von Alice multipliziert mit der Zeit plus ihre Anfangsposition. In Zahlen wären hier das 50 km pro Stunde multipliziert mit der Zeit plus 5 km. Und da wir bei dieser Aufgabe eher Entfernungen in Größenordnung von Kilometern und Zeiten in Größenordnung von Stunden erwarten, werde ich hier diese Einheiten nicht in Meter pro Sekunde bzw. Sekunde umrechnen. Bei Bob sieht die Situation sehr ähnlich aus. Die Position von Bob zur Zeit t kann berechnet werden, indem wir seine Geschwindigkeit mit der Zeit multiplizieren und seine Anfangsposition dazu addieren. Da die Anfangsposition 0 ist, bleiben hier nur seine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde multipliziert mit der Zeit. Um die Zeit, zu der sich beide treffen, ausrechnen zu können, werden beide Bewegungsgleichungen gleichgesetzt. Also s von t von Bob und Alice von t setzen wir gleich und auf die linke Seite kommt dieser Ausdruck und auf die rechte das hier. Nun wollen wir nach t auflösen. Da gibt es einen Term mit t und dort. Wir bringen alles mit t auf die linke Seite. Das bedeutet, auf beiden Seiten ziehen wir 15 km pro Stunde ab und bekommen 10 km pro Stunde mal t ist gleich 5 Kilometer. Nun wollen wir t hier isoliert haben. Das bedeutet, wir müssen eigentlich durch 10 Kilometer pro Stunde dividieren. Ich würde empfehlen, sich anzugewöhnen, mit dem Kehrwert zu multiplizieren. Das macht vor allem die Arbeit mit den Einheiten ein bisschen einfacher. Der Kehrwert davon ist 1/10 Stunden pro Kilometer. Die 10 wird zum 1/10 und hier wird einfach Nenner und Zeller vertauscht.
So, dann bekommen wir auf der linken Seite das, was wir haben wollen, nämlich die Zeit. Und hier müssen wir noch eine Rechnung durchführen. Wir haben 5 Kilometer mal ein Zehntel Stunden pro Kilometer. Kilometer hier im Zähler, Kilometer hier im Nenner. Beide kürzen sich raus. Das ist auch ganz praktisch so. 5 mal ein Zehntel sind dann 0,5 und es bleiben nur noch Stunden. Also wir treffen, oder die beiden treffen sich nach 0,5 Stunden, also 30 Minuten. Wenn wir jetzt wissen wollen, wo sich die beiden treffen, müssen wir diese Zeit entweder dorthin oder dorthin einsetzen. Ich setze diese bei der Bewegungsgleichung von Bob ein, weil sie eine etwas einfachere Form hat. Ich muss da nur eine Rechnung durchführen, muss jetzt nichts dazu addieren. So, setzen wir das ein. S-Bob von 0,5 Stunden ist 25 Kilometer pro Stunde multipliziert mit 0,5 Stunden. Auch hier kürzen sich die Stunden raus und es bleibt 25 mal 0,5, also 12,5 Kilometer. Das heißt, sie treffen sich nach 30 Minuten 25 Kilometer von der Schule entfernt. Die zweite Aufgabe ähnelt der ersten Aufgabe sehr. Es gibt zwei kleine Unterschiede. Und zwar werden wir hier entgegengesetzte Richtungen haben. Und die zweite Sache, die Zeitangaben sind etwas anders. Okay. Alice und Bob sind Nachbarn und besuchen dieselbe Schule. Das hatten wir schon, die 50 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt ist. Alice fährt um 12:40 Uhr von zu Hause zu einer Physik AG. Ihre durchschnittliche Geschwindigkeit beträgt 50 km pro Stunde. Um 13 Uhr fährt Bob mit einem E-Bike nach Hause. Er bewegt sich dabei mit einer konstanten Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde. Und auch hier sollen wir die Treffzeit und den Treffpunkt der beiden berechnen. Der zweite Unterschied ist hier natürlich, dass wir eine absolute Zeitangabe haben, und zwar die Uhrzeiten, zu denen beide Personen losgefahren sind und die unterschiedlichen Richtungen. Alice fährt einmal von zu Hause zur Schule und Bob von der Schule nach Hause. Kommen wir zu der Lösung. Im Prinzip tun wir das gleiche wie bei der ersten Aufgabe. Auch hier geht es darum, die Treffkoordinaten zweier Körper zu bestimmen, die sich auch hier idealisiert gleichförmig geradlinig bewegen. Und auch hier ist es tatsächlich einfacher, sich an den späteren Körper zeitlich zu orientieren. Und auch hier setzen wir t gleich 0 Sekunden auf die Zeit, auf den Zeitpunkt, wo Bob losfährt. Zur Erinnerung, Alice fährt um 12:40 Uhr los, Bob um 13 Uhr. Also ist Bob hier wieder der Spätere. So, jetzt rechnen wir wieder diesen zeitlichen Unterschied in einer Strecke um. Und zwar startet eigentlich Alice 15 Kilometer von der Schule entfernt. Nach 20 Minuten hat sie 5 Kilometer von dieser Strecke geschafft. Das bedeutet, nach 20 Minuten ist sie noch 10 Kilometer von der Schule entfernt. Und diese 10 Kilometer werden die Anfangsposition von Alice bei unserer Lösung sein. Wir kommen auch hier zu den Zeitweggesetzen. Bei Alice wir in der Aufgabe davor die allgemeine Form ihrer Geschwindigkeit multipliziert mit der Zeit plus die Anfangsposition ergibt die Position zu Zeitpunkt t. Da sich die beiden in entgegengesetzte Richtungen bewegen, gebe ich Alice eine negative Geschwindigkeit, multipliziert mit der Zeit plus die Anfangsposition von 10 Kilometern. Und bei Bob ändert sich im Vergleich zu der ersten Aufgabe überhaupt nichts. Wir haben eine Geschwindigkeit von 25 km pro Stunde multipliziert mit der Zeit, die dann seine Position zu Zeitpunkt t angibt. So, wenn wir hier den Treffpunkt, die Treffkoordinaten berechnen wollen, müssen wir wieder die Gleichung gleichsetzen. S Bob von t setzen wir S Alice von t gleich.
Also 25 Kilometer pro Stunde multipliziert mit der Zeit ist gleich minus 15 Kilometer pro Stunde multipliziert mit der Zeit plus die Anfangsposition von Alice. Auch hier wollen wir die Terme, die Summanden mit T auf die eine Seite bringen. Hier entscheide ich mich wieder für die linke Seite. Wir müssen also auf beiden Seiten 15 Kilometer pro Stunde dazu addieren. Wir halten also 40 Kilometer pro Stunde mal T ist gleich 10 Kilometer. Und auch hier wollen wir T isolieren. Das bedeutet, wir müssen 40 Kilometer pro Stunde hier aus dieser Malverknüpfung loslösen. Kriegen wir hin, indem wir mit dem Kehrwert hier multiplizieren. Also multiplizieren wir mit 1/40 Stunden pro Kilometer. Damit hebt sich das hier auf der linken Seite auf. Und wir haben die Zeit, t ist gleich 10 Kilometer mal 1/40 Stunden pro Kilometer. Die Kilometer kürzen sich raus. Und wir haben 10/40, also 0,25 Stunden. Und wie in der Aufgabe davor, nehmen wir diese Zeit und setzen in einer von diesen Formeln ein. Und auch hier ist die von Bob von einer etwas einfacheren Form. Deshalb setzen wir das hier bei Bob ein. 0,25 Stunden multipliziert mit 25 Kilometern pro Stunde. Das ist dann 25 mal 1/4, also 6,25. Die Stunden kürzen sich raus, sodass da nur Kilometer bleiben. Also nach 6,25 Kilometern von der Schule entfernt treffen sich die beiden und die Treffzeit beträgt 15 Minuten. Die Antwort lautet also, sie treffen sich nach 15 Minuten 6,25 Kilometer von der Schule entfernt.